Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 2205. In der letzten Folge haben wir alles soweit fertig gemacht, um dieses Firmenhauptquartier zu bauen. Und heute bauen wir das zu einem Campus aus. Und da ist die Frage, die ich mir stelle, wie wir das am besten machen. Weil wir haben hier keine Dreiermodule. Gut, dann machen wir die Straße erstmal weg. Ja, keine Verkehrsanbindung ist klar, aber das kommen wir noch. So, so. Dann brauchen wir hier diese Kreuzungen. Die brauchen alle Graphen und Iridium. Aber davon haben wir zum Glück einiges. Dann brauchen wir die normalen. Also hier nochmal normaler. Sie zum ersten Mal getroffen habe, wusste ich schon, dass sie es weit bringen. Und sie waren auf dem Mond und wieder zurück. Ganz ehrlich, es war mir eine Ehre, mit ihnen zu arbeiten. Ich bedanke mich auf alles, was noch kommt. Es war mir auch eine Ehre. Ich bedanke mich. So. So. Und mehr können wir uns im Moment nicht leisten. Wie sind das? Reicht das, wenn ich jetzt das hier anbinde, oder? Ach komm. Okay, dann müssen wir... Huch! Nee. Dann müssen wir das anders machen. Und zwar so. Kommt planmäßig an. Wie sieht denn das hier jetzt... Ah, okay, das geht eigentlich. Das geht. Wir müssen hier gar kein Terminal hinmachen, damit das gut aussieht. Dann machen wir das so in die Richtung und hier würde ich dann halt so sowas bauen und dann so einen Innenhof. Ich glaube, das wäre ganz cool. Das Problem ist halt auch so ein bisschen jetzt abzuschätzen, wie man am besten hieraus jetzt das optimale Stadtdesign ableitet, beziehungsweise wie groß wir unseren Campus machen wollen. Schauen wir mal. Wie viele Module dürfen wir noch bauen? Boah, noch eine Menge. Wir dürfen noch 22 Module bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, also ich glaube, wenn wir das hier als Campusgelände festlegen, dann ist das gerade so groß genug. So, dann ziehen wir hier die Linie. Und das genügt. So. Und dann müssen wir um dieses Campusgelände rum unsere ganzen Häuser neu setzen. Das klingt jetzt irrsinnig. Aber das meine ich tatsächlich ernst. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Hä, wie kann das sein? Ich bin sicher, dass es wichtig ist. Das wird uns von Nutzen sein. Ja, ja. Wie kann das sein, wenn ich jetzt gerade so viele Häuser abreiße? Okay,
Wir setzen die Straßen hier gleich nochmal neu. Denn wir brauchen schon ein protziges Hauptquartier, ne? Das ist ja wohl klar. Aber ich glaube, das stellt auch keiner in Frage, dass wir ein protziges Hauptquartier brauchen. Ja, ich denke, das hier ist so die Fläche, die angemessen ist für unser Hauptquartier. Ja, doch, ich glaube, das ist gut. So, dann können wir doch nochmal hier so durchziehen. Das passt dann. Lohnt sich irgendwie so eine Doppelstraße zu bauen? Einfach nur so dekomäßig, um zu zeigen, das hier ist die Hauptstraße. Wir machen das einfach mal, weil ich das irgendwie fancy finde. Ich weiß auch nicht wieso, aber das hat was, so eine zweispurige Straße hier. Willkommen bei Pixel Industries. Wie sieht's eigentlich aktuell hier? Credit Limit. Militärstufe, naja gut. Eine Militärstufe ist nicht so wild. Firmentitel freigeschaltet. Regional bekannte Firma. Wir sind aktuell eine regional bekannte Firma, alles klar. Und es geht theoretisch bis zum Planetares Konsortium. Oh yeah. Also ein Level 100 oder 200 oder so. Uiuiui. So, dann Wohnkomplexe. Das geht natürlich nicht auf. Wenn wir hier einen Abstand lassen, dann ginge es so auf. Ja, okay. Wie viele sind das hier jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Wir designen unsere komplette Stadt neu. Na, jetzt hatten wir eine Chaosstadt. Aber die wird jetzt richtig crazy. Die wird jetzt quasi komplett anhand unserer Konzernzentrale neu designt. Das hier sind die Werte, die wir aktuell von der Zentrale bekommen. Basisversorgung. Gesamtvolumen. Tut, was ihr wollt. So. Ach ja, wobei wir haben jetzt natürlich so ein bisschen das Problem, dass wir, wenn ich jetzt hier Häuser mache, dass die natürlich hier ungünstig enden, ne? Aber wir können auch so bauen. Nee, wir können es anders machen. Und zwar so. Ach, aha. So. 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 Ja.
Ja. Dann auf der Seite. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wir uns das nicht leisten können, was ich hier gerade baue. Wir werden sehen. Also eine komplette Stadt zu bauen, ist jetzt natürlich auch nicht das billigste Unterfangen. Nur mit 100.000 auf der Tasche, das ist eigentlich Irrsinn. Aber Irrsinn ist mein zweiter Vorname. So. Aha. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie die Reichweite von der Zentrale ist, ne? Ob das jetzt auch für die... Ach doch, das versorgt auf der ganzen Insel alles, weil die hier haben vorher gemeckert wegen dem Stau. Okay, dann muss ich mir da schon mal keine Gedanken machen. Sehr gut. Sehr gut. So. Dann... kommen hier die nächsten Bezirke hin. So. So. Und wir machen das hier oben am besten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1. Das geht sogar. Das kann ich sogar so machen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und dann so. Und dann hier auch. Ja. Space Shuttle dockt an. Ich glaube, das geht so, ne? Ich glaube, man kann das so machen. Wir hätten natürlich auch hier das gleiche Design wie hier übernehmen können. Ha, das wäre besser gewesen, ne? Ja, das wäre besser gewesen. Ja, wir machen es nochmal neu. Und zwar hier eins weiter. Ich möchte die perfekte Stadt haben. Dann muss man auch mal wieder was abreißen können, ne? Das ist dann so. So. Und so. Ja. Und dann hier unten noch. Mich wundert sehr, dass wir noch Polymere und Baubots haben. Okay, irgendeine Route läuft ab. Verkaufen wir noch so Fusionszellen oder wie? Okay. So. Und hier auch. Zack. 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 Gut, jetzt hier ist jetzt natürlich der Berg im Weg. Da kann man nichts machen. Ach, und da ist ein Bergbauplatz, okay. Ja, ist die Stadt nach oben eigentlich schon so gut wie abgeschlossen. So. Du wolltest die Revolution zerschlagen, aber jetzt hat sich das Blatt gewendet. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Junge. Ich bin noch beschäftigt. Ich kann nicht ständig deine ganzen Terroristen umbringen. Willst du nicht einfach mal aufhören mit der Scheiße? Das ist einfach nur nervig. In den Arktika-Scholl natürlich. Ja, das ist ein Problem, weil wir hier sonst nichts mehr kriegen, ne? Ja. Ich hasse den Typen so sehr, ne? Ich hasse ihn so sehr. Weil wir haben hier wirklich, wirklich wichtige Transportwege.
Man darf nicht vergessen, wenn die hier kein Helium mehr anliefern, dann haben wir ein richtiges Problem. Aber so ein richtig, richtiges. Weil dann bricht unsere Energieversorgung zusammen. Weil wir kriegen dann keinen Strom mehr vom Mond. Die Frage ist, wo kriegt der Typ eigentlich immer seine ganzen Schiffe her? Müssten wir nicht langsam mal alles kaputtgeschossen haben, was existiert? Flotte bereit. Ja, zum Glück. Haben wir noch die Nuklearraketen vom letzten Auftrag? Sag bitte ja. Dann geht es ein bisschen schneller diesmal. Natürlich nicht. Klar. Sektorwechsel, alles weggeschmissen. Das ist absolut logisch. So. Alles wegschießen, bitte. Mal schnell im Vorbeifahren wegschießen. Ja, das finde ich gut. So, dann schießen wir die hier weg. So, weiter geht's. Mit denen. Noch haben wir Energie, aber ich glaube auch, weil der Mond eine Menge zwischengelagert hat. Aber es gilt halt auch nicht für immer, ne? Ihr sollt die hier angreifen. Sag mal, schlaft ihr oder was? Verstanden. Nuklearrakete abgefeuert. So. Selbstreparatur läuft. So. 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 Koordinaten bestätigt. Reparaturdrohnen gestartet. Bestätigt. Starte Nuklearrakete. Mayday. Nuklearrakete. Starte Nuklearrakete. Wir sinken. Ein Schiff verloren. Okay, damit kann ich leben. Waffensysteme bereit. Selbsttemperatur läuft. So, wie viele Schiffe fehlen denn noch? 2 Stück. Grünes Licht. Das Schiff war unwichtig. Komm, das häckseln wir jetzt auch noch weg. Wir werden angegriffen. Kampfstationen, sie greifen an. Starte Nuklearrakete. Da. Aus und vorbei. Reparaturdrohnen gestartet. Im Gange. Gut. Gut, 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 gut. Dann können wir ja zurück auf unsere Insel. Was für eine Erleichterung, sich darüber keine Gedanken mehr machen zu müssen. Ah, guck mal, wieder ein bisschen Einfluss geltend machen, ne? Wenn wir uns ein bisschen Kohle abziehen, können wir eh ganz gut gebrauchen. Wir haben nicht die militärischen Mittel, um damit umzugehen. Bei Ihnen könnte es anders aussehen. Was für eine Erleichterung. Ach nee, das ist einfach nur. Das ist einfach nur eine optionale Mission, ne? Klimaterrorismus. Alle Bergbauplätze werden aufgrund von Erdrutschgefahr geschlossen. Okay, da machen wir eh noch nichts. Gut, damit kann ich leben. Eiskalt. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ich glaube, die Stadt ist aber noch nicht groß genug. Ich glaube, wir brauchen hier unten noch mehr Normale. So.
Die Frage ist, wie viele. Das ist die große Frage. Ja, eine Reihe noch, glaube ich. Dann haben wir die perfekte Stadtgröße erreicht. Denke ich. Ich weiß es nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Und genau jetzt sind unsere Baubots und so weiter aus. Okay. So. 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 Schön die ganzen Straßen bauen. Wunderbar. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Gut. Gut, gut, gut. So, das heißt aber auch, dass wir den ganzen Spaß hier alles abreißen können. Und das tut eigentlich am allermeisten weh. Ich traue mich noch nicht, die wirklich guten Gebäude abzureißen. Man wird auf dich schießen. Ja, nee, also wenn man auf mich schießt, dann habe ich jetzt gerade in diesem Moment keinen Bock drauf. Aber danke fürs Angebot. Ich weiß es zu schätzen, dass du da mich zu angerufen hast. Dass du mir diese Aufgabe anvertrauen wolltest, aber aktuell kann ich damit leider nicht dienen. So. Ui. Ja, das ist das, was ich meine. Okay. Minus 28. Und wenn wir jetzt neue Module bauen, haben wir wieder Geld. Die Genehmigung für diese Route läuft bald ab. Wollen Sie sie verlängern oder nicht? Eins. Ja klar, oder? Verlängerung, Vertragsverlängerung ist ja, bringt uns ja viel mehr Geld. Selbstverständlich. Ja. Klar. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Minus 22. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was es davor war. Aber wir haben zu wenig Graphen. Eieiei. Wie kommen wir denn jetzt an Graphen? Sammeln Sie seltene Rohstoffe über Ubisoft Club Aktionen. Ja, und wie kriegen wir das noch? Ich brauche Graphen. Durch das Abschließen von Aufträgen oder Missionen in Krisensektoren. Oh nee. Really jetzt? Really? Schwierig. Ich bilde mir ein, wenn ich jetzt hier das erhöhe weiter, dass die Differenz dann wieder sinkt. Ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Beachten Sie, dass die Auktion eigener Firmenanteile begonnen hat. Mhm. Meine Firmenanteile werden verhökert. Das heißt zumindest eine Menge Cash. Zumindest war das in der Vergangenheit so. Oh ja, 1,3 Millionen, 1,4 Millionen. Ja, da kann man durchaus mal eine Steuer erheben. Diese Variable war unvorhersehbar. Ja, ich weiß noch nicht, immer noch nicht, was genau mich dazu berechtigt, eine Steuer zu erheben, aber ich erhebe einfach mal eine. Na gut. Ich würde sagen, dann machen wir mal eine von den Missionen hier zusammen und dann. Ein Kratzer. Nur ein Kratzer und ich schnapp sie dir einfach. Er würde mir empfehlen, das als Experte zu machen. Also erstmal Schiffe upgraden. Reparieren oder den alten Mist reparieren oder ausschiffen. Wir machen beides, was?
105, 300. Ich würde erstmal so bleiben. Wir machen die eine jetzt mal gemeinsam. Und dann mache ich eventuell offscreen noch ein paar, um an mehr Graphen zu kommen. Damit wir unsere Stadt besser ausbauen können. Niemand darf entkommen. Diese verlausten Kaperer greifen jedes Materialtransportschiff an. Schick sie auf den Meeresgrund, bevor sie dasselbe mit unserer Materiallieferung machen. Sehr gerne. So. Das sieht auch cool aus, ne? Hier die gesperrte Zone. Im Gange. Also, meine Freunde. Ja, genau. Erstmal schießen wir das Ding hier ab. Wir werden angegriffen. Ja, lassen wir die kleinen Scheiße mal langsam auch rankommen. Kampfstationen. Grünes Licht. Wir haben auch gerade die Schiffe ein bisschen geupgradet. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. So, und jetzt würde ich sagen, schießen wir mal auf dieses Barrel hier. Wir werden angegriffen. Ja, das war nicht so gut. Die Reichweite ist dann doch ein bisschen anders, als ich dachte. Uiuiui, wir haben jetzt schon ein Schiff verloren. Ist nicht gut. Bestätigt. Konkurrenten bieten auf ihre Firmenanteile. Was? Empfohlen. Was? Och nö. Auch welche, die mir wirklich gehören, auch noch. Och Leute. Ihr seid echt Pisser. Richtige Pisser. Wir haben jetzt dann zwar eine Menge Geld, aber das bringt uns halt jetzt nicht so viel. Jetzt muss ich keine Zeit mehr dafür verschwenden. Zerstören Sie die Kommandoschiffe. Das sind die da. Okay. Bestätigt. Dann fahren wir mal in die Richtung. Selbstreparatur läuft. So, die würde ich hier nochmal kurz mitnehmen. Oh, die Sau hat Schilde angemacht. Als die Rakete gekommen ist. Oh, die werden tatsächlich besser, ne? Das ist nicht so optimal. Aber wir sind jetzt besser ausgestattet als davor. Okay, in die Richtung müssen wir nicht wirklich. Okay, wir haben zwei Schiffe verloren. Das ist sehr ärgerlich. Okay, wir müssen noch ein paar Meter weiter vor. Für einen ordentlichen Atomschlag. Okay. Koordinaten bestätigt. Fies. Volle Kraft voraus. Ziemlich fies. Okay, mit einer Nuklearrakete da reinzugehen, ist wahrscheinlich nicht so gut. Aber mit einem EMP können wir da rein. Beachten Sie, dass die Auktion eigener Firmenanteile begonnen hat. Ja, das habe ich schon gemerkt. Koordinaten bestätigt. Jetzt eigentlich von mir selber Geld. Das darf nicht sein.
Ha! Wenigstens habe ich die wieder zurückgekriegt. Oh, 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 oh. Nein, das war eine Millisekunde zu spät. Oh, shit. Ich habe mich zu sehr von der blöden Börse ablenken lassen. Okay, drei Schiffe haben wir zumindest schon mal. So, Schilde sind hochgefahren. So, hier die Raffinerie würde ich jetzt auch einfach mal zerschießen. So, Petrochemikalien nehme ich gerne mit. Hier ein bisschen Graphen liegt ja auch so noch rum. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Dann nochmal reparieren. Dann nochmal den Treibstoff mitnehmen. Um in Zukunft vielleicht nochmal zu reparieren, falls wir es brauchen. Ein bisschen Iridium mitnehmen. Ja, das Übliche halt, ne? Kampfstationen. Da kommen sie. Wir werden beschossen. Starte und Leerverkehr. Bestätigt. So. Dann fahren wir mal hier hin und locken die an. Das funktioniert nicht. Ah doch. Bereit für Einsatz. Ha, ihr Idioten. Also sie sind auf jeden Fall schlauer geworden als in der normalen Mission. Das ist suboptimal. Bestätigt. Aber vertretbar. Sag mal, was ist denn jetzt los? Was ist denn das auf einmal für ein War hier? Unterstützungsflotte, Unterstützungsflotte, EMP. Schießen wir das Ding halt ab. Ihr Elenden. Eine Sache weniger, um die wir uns kümmern müssen. Selbstreparatur läuft. Bestätigt. So, da können wir uns noch eine Unterstützungsflotte vorher holen. So. Wo sind denn die eigentlich die, das Missionsziel? Das sind die da oben, ne? Ja. Gehen wir hier, ja doch, hier quer rüber. Ist ganz gut, glaube ich. So. Dann da. Dann da ist Graphen, habe ich gesehen. Dann nehmen wir hier wieder. Was ist das hier eigentlich? Orbitalverbindungssätze. Ah. Die kann man hier scheinbar auch kriegen. Ja, ist das interessant. Gut. Okay, es macht dem verbündeten Schiff scheinbar nichts aus, wenn wir eine Nuklearrakete abfeuern. Das ist interessant. Ja, Moment, das möchte ich noch mitnehmen. Dann halt nicht. 161. Okay. Kann ich Schiffe wieder upgraden? Ja, das hier. Okay. Was kostet das eigentlich? Militärstufen einfach nur, okay. Heieiei. So, und jetzt möchte ich das nochmal ausprobieren, wie das denn ist mit den Informationsding. Auch wenn wir schon, ja, wobei 34 Minuten, ja. Wir gucken mal noch kurz. Also wir haben jetzt ein Minus von 23. So, jetzt baue ich weiterhin die Module. So, drei neue Module. Jetzt haben wir eh wieder nichts.
Und jetzt haben wir nur noch ein Minus von 5. Ja, Tatsache, jetzt sind hier auch nur noch ein paar. Ja, nice. Also einfach mehr Module bauen und alles ist cool. Cool. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge werde ich dann noch eine Mission machen, um an ein paar, an ein bisschen Graphen zu kommen. Und falls zwischendrin eine Auktion kommt, dann kaufe ich meine Anteile zurück, weil momentan sieht es nicht so nice für uns aus. Also mit 2 Anteilen ist schon echt ätzend. Vor allem kriegen wir jetzt auch weniger Einfluss, glaube ich. Genau, also der Einflussbonus ist zumindest runter, ne? Jetzt haben wir nur noch plus 6 und vorher haben wir plus 8% oder so, glaube ich. Schwierig. Naja, wir kriegen das schon hin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.